herzlich willkommen zu einem Edel-Review der Klemmbaustein-Lyrik und die Stimmen mehren sich, dass das Set des Jahres 2022 schon gefunden wurde. Lego kann eigentlich für den Rest des Jahres zumachen, beziehungsweise braucht keine weiteren Sets mehr rausbringen, weil dieses Set einfach alles toppt. Und es handelt sich um das Badewannen-Stuntbike oder auf Englisch auch Bathtube-Stuntbike. Die 60333 für schlanke 7,99, 14 Teile. Und wir sehen hier eine Minifigur, eine Quietscheente und auch noch einen Wasserhahn. Ja, und eben eine Badewanne, die rund um ein Stuntbike gelegt wurde. Dieses verkleidet und damit also dem Typus Badewannenrennen ganz neue Impulse liefert. Und das gilt auch übrigens zur Kleiderwahl. Wenn man in die Badewanne geht, ab jetzt bitte nur noch mit knappem Höschen, mit Rettungsweste und natürlich dem entsprechenden Schnorchelgerät. Dann klappt es auch mit dem Lächeln, wie wir hier zumindest erahnen können. Jo, ein wunderschönes Set. Knuffig bis zum geht nicht mehr. Wir haben sogar ein Lenkrad, das nicht lenkt. Aber wir haben es zumindest vorne. Da sogar goldene Armaturen. Also, da muss ich, glaube ich, noch mehrere Ferraris hier besprechen, bevor ich mir das leisten kann. Wir sehen die orangenen Reifen darunter, beziehungsweise das Schwungrad hinten, das man mit ein wenig Kraft und Geschick dazu bringen kann, über, in diesem Fall, den Tisch oder auch den Boden mit ordentlich Schmackes zu fahren. Kein Aufkleber. Das, was wir da als Rennente sehen, das ist bedruckt. So, und jetzt gehen wir nochmal Schwung und er hebt sogar vorne ab. Und da sehen wir nochmal das nackte Stuntbike. Da können wir sogar die Ente draufsetzen oder auch einfach mal die Badewanne Badewanne sein lassen. Rutscht dann nur, rollt aber nicht. Ist vielleicht jetzt auch nicht überraschend. Auch ein schöner Rücken kann uns hier entzücken. Wir sehen da eine Siegerente hinten auf den Rücken gedruckt. Ja, und darunter, ich sag ja, ein ganz enges Höschen. Kann nicht jeder tragen. Mitgeliefert wird noch schwarzes Haupthaar, das man dem jungen Mann aufsetzen kann, wenn er mal nicht in der Badewanne sitzt. Sich selber reinsetzen ist übrigens eine ganz schlechte Idee. Das ganze Stuntbike ist nur 6 cm lang, 2 cm breit und 3,5 cm hoch. Schöner wird es jetzt wirklich nicht mehr. Also wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und mit wunderschönen Bildern, wo wir mit der Kamera in die Packung reinfahren, bei leichtem Ruckler, ich arbeite da noch dran, ja, war es das für heute. Bis bald dann und tschüss.